Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in IFC24 in der VfL Wolfsburg Trainerkarriere. Und ja, Neuseeland gegen Irland ist das nächste Spiel für uns. Ja, in der Liga beim VfL läuft es nicht so gut. Und ich bin halt auch am Überlegen, das mit Neuseeland zu beenden, wie gesagt. So, weil, ja, ich dachte, das könnte Fun sein, nebenbei zu machen, aber es macht mir keinen Fun, weil, ja, ich kriege hier nichts aufgebaut und, ja, das weiß ja eh schon jeder, der halt die Parts in letzter Zeit verfolgt. Weil, ja, aber generell, vielleicht ist das auch generell in IFC24, dass es halt richtig gedownweightet worden ist mit potenziell guten Jugendspielern oder ich habe halt Pech, keine Ahnung. Ja, ist halt eine gute Frage. Vielleicht habe ich Pech, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Kann es halt nicht beantworten. Ja. Junge, halt die Fresse. Ganz ehrlich. Okay. Nächster, der auf die Transferliste kommt. So. Will mir sagen, wie ich meinen Job zu machen habe, ja? Vielleicht versuchst du mal besser an deinem zu sein, Schlotterbeck, dass wir nicht so viele Gegentore bekommen. Wie wär's damit? Meine Fresse. Sag ich dir, wie du deinen Job zu machen hast, du kleiner Pisser, Alter. Meine Fresse. Okay. Ja, ich gebe mal maximal Freigabesumme. Ja, toll. Weißt du was? Nee. Wird verliehen und dann verkauft so. Nee, ey. Ansprüche fehlen, ey. Hier, Leihliste setzen. So. Darf direkt aus der Mannschaft raus, ey. Ansprüche fehlen, ja. Spiel besser. Kriegst du vielleicht mal Ansprüche, du kleiner HSO, oh Mann. Meine Fresse. So, Bonner. Darfst rein. So. Aber wisst ihr was? Ihr Pisser, ja? Seid unzufrieden jetzt, ja? Seid unzufrieden hier. Die ganze Spielzeit. Jeder, der pisst ist, darf auf jeden Fall runter hier. So. Seremar, ah ne, Seremar ist zufrieden. Udogie. Aber das könnte auch an der Spielzeit liegen, weil die auch ein bisschen im Eimer ist. So. Ja, genauso wie bei Gerhard halt. So. Das kann ja echt an der Spielzeit liegen. So. Ja, wobei vielleicht mal reinschauen, ob das an der Spielzeit liegt oder nicht. Ja. Abgesehen davon habe ich ja auch nicht wirklich einen Linksverteidiger, abgesehen von der Ning noch. Deswegen mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, liegt an der Spielzeit, also könnte daran liegen. Auf einmal für Zukunft, beide haben noch Potenzial. Ja. Deswegen liegt vielleicht an der Spielzeit. Ah, gut, ich wollte trotzdem Aning einsetzen. Und wir spielen als nächstes gegen Leverkusen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Aning einfach dann einsetzen gegen Leverkusen. Und mitnehmen dann Udogie oder Baldé, ist ja egal. So, wir gewinnen sogar mit Neuseeland. Aber wie gesagt, mal gucken, wenn ich das nicht bald ändert, ob ich dann halt das mit Neuseeland beende, weil. Macht keinen Fun so und ja, bringt halt auch nichts. Ne? Und ich weiß halt auch nicht, ob das halt ohne Mods möglich ist hier. Dings, ah shit, ein Waze-Angebot. Habe ich echt verpasst? Mit PSG. Egal. Waze ist das halt eh so eine Sache. So, ich hätte kein Problem gehabt, den abzugeben, aber ja. Bis da mal ein vernünftiges Angebot reinkommt, was halt auch uns, also was halt wirklich es wert macht, in die Verhandlungen zu gehen. Wobei, das für von Chelsea sieht gar nicht mal so verkehrt so im ersten Versuch aus. Aber da muss halt mehr kommen, weil Assistenztrainer sagt 60 Mio, dann will ich mindestens sie haben, so. So, vielleicht würden sogar 65 bis 70 gehen. Wobei, Freigabesumme sagt ja das Maximum, aber sind die nicht so oft bereit zu bezahlen. Also wirklich so 60 bis 65 würde ich scherzen, so vielleicht sogar 70, so mit Glück. Aber will ich halt dann auch haben, das Maximum vom Assistenztrainer, so mindestens. Ne? So. Und deswegen gehen wir mal direkt auf 59, das, was der Assistenztrainer da noch für Pille-Palle macht, so das juckt nicht. Nein, Chelsea, gib mir mindestens, was der Assistenztrainer sagt, ansonsten bleibt er auf meiner Bank, so. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Ihr habt doch Geld, ihr Opfer, ganz ehrlich. So, nein, verschwendet nicht meine Zeit. So, dann kann ich ihn auch behalten, den Race. Meine Fresse. Weil ich werde ja in der IV aufräumen. So, deswegen passt vielleicht doch ganz gut. Und vielleicht auch gut, dass das mit PSG nicht geklappt hat. Wenn keiner bereit ist, für den mindestens 60 Millionen zu, 59 Millionen zu bezahlen, dann können die es vergessen. So. Habe ich eigentlich schon ein Part angekündigt und begrüßt? Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Neuseeland, Katar, reinhämmern. Wie sieht's aus? Niederlage gegen Katar. Ernsthaft? Wobei, die hatten Aladdin, also. Ja.
Wenn das wirklich der Aladdin ist von Super RTL, dann ja, kein Wunder, dass wir verloren haben. Thomas Müller hat nicht gespielt. Aha, das ist halt so ein anderer Thomas Müller, der zuletzt eingewechselt worden ist und ein paar Mal auf dem Platz stand. Also muss wohl ein anderer sein. Also ich wusste gar nicht, dass wir zwei Thomas Müller haben, aber okay. Ja, Liverpool, ihr könnt den gerne ausgeliehen haben. Wobei, warte mal, mindestens Verkaufssumme. Okay, hier sehe ich das ist ja ein gutes Deal. Also 150 werden so drin. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Steht hier nicht irgendwie Maximalangebot? Nee. Okay, dann gehe ich in die Verhandlung rein. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert oder ob das buggy ist. Ich weiß nicht mal, ob das mal so war oder nicht. Oder ob das irgendwie. Ah, nee, ich glaube, das war mit dem Gegenangebot mit Line. Deswegen mache ich das über den Assistenzkurs. Also, wenn ich hier halt nur ausgeliehen haben will. Ich glaube, dann buggte das rum. Machen wir. Dann müssen wir halt 150 Mio oder so geben. Weil das ist halt auf jeden Fall wert. So. Ich meine 86er Gesamtstärke, 24 oder auch wenn der, naja, ja, Klopp, da muss mehr kommen, weil das ist einfach eine Beleidigung für. Wobei eigentlich nicht für ihn, sondern für seine Gesamtstärke und sein Alter. Also von seinen Leistungen her, also nicht für seinen, also was, teilweise Leistungen, weil, ja, da wäre eigentlich eine Steigerung gehen, dann hätte man noch das, was er mir vorsteht. Also eigentlich für seine Gesamtstärke und sein Alter ist das eine Beleidigung. Deswegen, ja. Ich weiß, der spielt aktuell Scheiß und muckt auf, aber trotzdem ist er 148 wert. Und ja, wenn das nicht bezahlt wird, dann kannst du mich mal. Nee, da kriege ich mehr raus von dem. So. Und wenn ich den. Da würde ich ihn sogar lieber für einen Euro freigeben, als wie hier. So, als wie dass die den haben für so eine Scheiße. Ey. Kann ich ihn auch rausschmeißen? Habe ich wenigstens die Freude, dem aus der Tür zu treten. Ganz ehrlich. Halt nicht. Muss ich halt gucken, ey. Leverkusen, könnt ihr mir ein Angebot machen? Achso, ich habe vergessen, Trainingsplan zu machen. Ey, Schlotterbeck, du kleiner HS, oh Mann. Ja. Vor allem, wo ich gerade halt eh nicht so fokussiert bin, wie ich sonst bin und so und mich nicht triggern lasse, aber der kleine HS hat's gemacht, wo ich nicht meine Emotionen kontrollieren kann, weil ich bin halt auch nur ein Mensch. So, deswegen klappt's halt nicht immer mit Emotionen kontrollieren. So, und man weiß ja auch gar nicht, wie, so die meisten wissen ja gar nicht, wie schwer es ist, Emotionen zu kontrollieren. So. Weil leichter gesagt als getan. So. Nein, mit Kaufoption, nee, ein Jahr, Alter. Junge, verpisst euch. Ich will den doch nicht 2 Jahre bei euch sitzen haben, bis ihr vielleicht den kauft oder nicht. Dann verpisst euch. Wobei, wisst ihr was? Andere Strategie. Ich leihe den aus bis zum Ende der Saison. Wenn das klappt, dann kann ich ihn wenigstens verkaufen und gut ist. Ansonsten, wenn es nicht gemacht wird, dann bleibt er halt hier bis zum Ende der Saison, wird kein Spiel mehr für uns machen und fertig ist. Okay, Dortmund hat es teilweise kapiert. Ah, gut, dass Dortmund was kapiert, teilweise, das ist auch schon eine Steigerung. Deswegen, aber ich muss hier Assistenztrainer Kurzlei und entweder Dortmund sagt ja oder die halten. Haben mal Pech gehabt, so. Wobei, eigentlich ist doch ich scheißegal. Ich kann ihn doch einfach in der neuen Saison zurückholen. Bezahle ich zwar ein bisschen Geld, aber wir haben ja eh genug mehr Geld, als wir eigentlich gebrauchen können, deswegen. Ja, wobei, für einen neuen IV, aber ich denke nicht, dass diese Peanuts, die fürs Rückzahlen kommen, dass sie. Also für Leiheabbruch, dass da irgendwie Relevanz ist und so. Deswegen eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, Rico Lewis ist auch zufrieden. Udo Gierte sich fast gerettet, aber nö, du warst unzufrieden, deswegen piss dich mal. Reyes mitnehmen. Ja, ich werde Schlotterbeck und Sümer kann nicht mitnehmen. Deswegen kommt Mathieu mit. Der hat eh besser gespielt mit seiner 74 als ich Schlotterbeck überhaupt, ey. So. Also klar, ein paar Spiele hat er gut gespielt, aber der will Erfolge sehen. Ja, ein Spiel besser. So. Du und die Teamkollegen, so. Meine Fresse, ey. Ist ehrlich, ey. So, Dardai. Ja, Müller spielt halt leider so selten, weil ich halt Dardai und Wanner beide pushen würde. Weil die haben ja mega Potenzial, deswegen. Ja, Duruzimni halt, der hat mir auch gut gefallen. Ähnlicher Fall wie Müller, so. Ist echt schade, so. Angelo hat mir wenig selten, also ja, genauso beschissen eigentlich gefallen wie Savio. Deswegen tue ich mal Thomas Müller vielleicht als Flügel mitnehmen, weil er mir halt gut von der Spielweise gefallen hat. Und vielleicht bringt er um Flügel ja ähnlichen Zauber. Wobei, wen haben wir als ZOM dabei? Könnte ich Dardai vielleicht auch um Flügel einsetzen, so? Würde das gehen? Ja, okay, könnte ich theoretisch. Nur ein gelbes Ausrufezeichen. Ja, Donnarumma würde ich mitnehmen, aber Dennis Seim will ich halt pushen und beim letzten Mal, wo sie Makan aufgemuckt hat, hat Donnarumma ja auch meint, mir Rücken zu fallen, so deswegen ja, Pech gehabt, so aber abgesehen davon, Dennis Seim und so, der gefällt mir halt gut,
hat auch gegen Real gut gespielt und ja, deswegen werde ich hier halt reingehen. Und ich muss sagen, in der, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt mit dem, also ich habe halt gehört, dass sich die Champions League in echt ändern soll, dieses komplette System, was ich echt scheiße finde, wenn das so ein Ligensystem wird mit so, weil ich finde das eigentlich ganz gut, wie die das gemacht haben in den Wettbewerben hier mit K.O.-Phase und Gruppenphase und so. Wäre halt echt schade in meinen Augen, so. Und auch mit Qualifikationssystem, das halt finde ich ganz gut gemacht, so. Halt schade, wenn es weg wäre, einfach ein Ligensystem, so. Hat man ja schon in den normalen Ligen, so. Warum dann daraus ein Ligensystem machen, ist halt. Ja, finde ich halt langweilig und unnötig, aber na, egal. Jetzt mache ich mich ans Kommentieren hier beim Spiel. Wir sind ja vorm Spiel Wolfsburg gegen Leverkusen, wo es ja in echt richtig gut läuft für die Leverkusener. Und hier, glaube ich, sind die auch oben mit dabei. Ja, bei Wolfsburg sieht es anders aus. Wölfi-Kurve. Ja, vorm Bundesliga-Partie, der Top-Partie. Wolfsburg-Leverkusen, vertrautes Gesicht, Manuel Neuer am Tor, der Werkself, da gab es ja gute Leistungen im Tor der Wölfe, aber trotzdem Unmut, weil Neuer dem Trainer an den Rücken gefallen ist. Jetzt spielt er für die Werkself. Ja, steht da zwischen den Pfosten, während Wolfsburg sich eine neue Nummer 1 besorgt hat. Und die anscheinend Nummer 1 scheint jetzt wirklich Dennis Seim zu sein, statt Donnarumma, aber auch verständlich, hat ja toll gehalten, zweimal gegen die Königlichen, ausgerechnet gegen die Königlichen in der Champions League. Aber auch sonst macht Dennis Seim immer eine gute Figur, natürlich auch wie Donnarumma. Wird nicht leicht für Dennis Seim an Donnarumma vorbeizukommen, aber vollstes Vertrauen vom Trainer anscheinend. Und hier sehen wir die Leverkusen 11, die kann sich sehen lassen. Die kann sich sehen lassen. Sind ja auch vorne mit dabei. Harvey Elliott, auch ehemaliger Wolf. Zumindest halt auf Leihbasis. Werkself hält zusammen. Genauso wie die Wölfe. Aber es gab zuletzt Diskussion zwischen Nico Schlotterbeck und seinem Trainer Sascha Wiel. Deswegen steht Schlotterbeck nicht auf dem Feld. Jolo und sehen wir da Grimaldo auf der anderen Seite. Ja. Wird hier einiges losgehen. Anstoß hat Bayer Leverkusen. Und ja, in der Liga läuft es nicht so gut für die Wölfe, aber in der Champions League sieht es nach Weiterkommen aus. Erst recht nach den beiden Siegen gegen Real Madrid. Ja, verloren gegen Sporting im ersten Spiel, aber Sieg dann auch über Malmö. Und ja, Jolund am Ball. Kann er sich durchsetzen gegen die Werkself? Aber nein, wird da auch ein bisschen geschoben, aber alles im Rahmen des Körpereinsatzes vielleicht. Wanner am Ball auf Jolund. Jolund auf Wanner. Wanner versucht eine Lücke zu finden, aber nicht so einfach mit der Werkself. Bajetic versucht aufzuhelfen, aber die Werkself ist bisher da. Serra-Marie mit einem unnötigen dummen Ballverlust aus Sicht der Wölfe. Aber gut, da hat der Stress wahrscheinlich reingehauen. Und Doucouré muss jetzt klären und macht das auch. Trent Alexander-Arnold und Leverkusen auf 4. Wolfsburg ist ja nicht mal unter den ersten 6. Aktuell Serra-Marie auf Wanner. Es reicht nicht nach der Niederlage gegen Mainz. Knappen 2-1-2 Niederlage, aber trotzdem gegen Mainz und Hamburg verloren. Unter anderem. Und naja, das ruiniert ja die Ambitionen nach vorne. Nach der krassen nächsten Saison, Serra Marie am Ball, Paul Wanner. Ja, läuft nicht in der Liga, Pokal und Champions League laufen. Gut für die Wölfe. Aber da ist man in beiden Wettbewerben noch mit richtig gut am Start. Aber ja, Liga-Alltag, da muss Besserung her, wenn man denn ja noch sich durchsetzen will nach vorne. Die Fans sind unzufrieden über die Leistung in der Liga und auch der Vorstand, der wird ins Grübeln kommen. Wir wissen ja, manchmal sitzt man als Trainer auf heißen Kohlen. Schöne Chance hier von Leverkusen, knapp drüber. Ja, Dennis Seim musste nicht eingreifen bei diesem Versuch. Doucouré auf Trent Alexander-Arnold. Dann haben wir Paul Wanner am Ball. Der hat das Auge für Serra-Marie natürlich. Und Serra-Marie das Auge für den Ballverlust. Doucouré ist da, verhindert hier Schlimmeres erneut zum zweiten Mal in dieser Partie. Bono auf Serra-Marie, deswegen wird Doucouré auch von seinem Trainer so gefeiert. Prinz Anning darf mal wieder seit längerem spielen, ausgerechnet gegen die Werkself nicht einfach. Und Julund wird umgesamt vom Ball gestoppt, aber der Ref, der hat keinen Anlass hier eine Karte zu zeigen. Trent Alexander-Arnold, Bono auf Trent Alexander-Arnold, auf Jamie Beine-Bruch.
Gittens und bei einem Gittens, ja, bei Verlust, ja, passiert ihm eigentlich auch nicht so häufig. Jetzt darf die Werkself durch Taremi und Berghauer, aber ja, der haut den Ball rüber. Hasim auf Bornau, Doucouré auf Trent Alexander-Arnold. Wie gewohnt, nicht schlechte Abwehrleistung in der Liga von VfL, aber Dennis Seim musste nicht eingreifen. Bajetic nach Jolun-Zuspiel, aber was hat Bajetic sich bei dem Pass gedacht? Also in letzter Zeit viele Ballverluste in der Liga, in der Champions League, weniger katastrophale Leistung gezeigt. Also in der Champions League eher das Gegenteil und hier in der Liga katastrophale Leistung. Warum auch immer, und lassen der Werkself viel zu viel Platz, aber die Werkself kann es nicht nutzen durch Taremi. Ja, Nummer 9 der Gäste, aber ja, nicht mal aufs Tor bekommen den Ball oder da die Möglichkeit erneut zu hart. Also die Wölfe-Abwehr macht ein schlechtes Spiel bisher. Ja, aber gut, haben ja Seim in der Hinterhand, theoretisch Wanner auf Duran Will, aber wird gestoppt. Es gibt eine gelbe Karte für Elliot, ausgerechnet für die Leihgabe vom VfL. Und dann gibt es da eine Diskussion mit Wolfsburg irgendwie. Ja, gelbe Karte ausgerechnet der Leihgabe. Ja, das wird bestimmt auch für Diskussionen sorgen bei seiner Rückkehr. Ja, jetzt hier. Ja, freies Tor, aber nicht drin durch AW Elliott. Dabei macht ihm die Wölfe-Abwehr es gerade schon einfach genug eigentlich. Also viel einfacher kann die Wölfe-Abwehr es dem Gegner bisher nicht machen. Jamie Bynoe-Gittens am Ball. Über Trent Alexander-Arnold. Der sieht Yolun. Der hat das Auge für Wanner. Und Wanner, der versucht sich durchzusetzen, aber die Werkself-Abwehr macht das bisher ganz gut. Wanner kommt trotzdem zum Abschluss, aber der Keeper, der Manuel Neuer, der altbekannte Ex-Wolf, verhindert hier Schlimmeres. Aber sah trotzdem gut aus, der Schuss natürlich, aber gegen Manuel Neuer, da muss echt dir was einfallen lassen, für gewöhnlich. Schöne Ecke von Duran Will, von Jamie Bynoe-Gittens auf Duran Will. Jamie Bynoe-Gittens auf Bajetic, auf Bornau. Bornau, der ist ein bisschen überfordert. Vielleicht Pass auf Doucouré. Jo, und aber was soll's doch mal Abwehr machen gegen die Werkself-Abwehr? Die macht das viel souveräner als die Wölfe-Abwehr, muss man so anerkennen. Auch wenn man ein Wolf ist und den Heimfans diese Aussagen nicht gefallen werden, aber man muss es leider anerkennen. Wo Credits sind, an Ning. Zu langsam, zu spät. Wie auch immer er zu langsam sein kann hier, aber. Ja, trotzdem, der Abwehrblock des VfL kann da Schlimmeres verhindern. Bei diesem Schussversuch, Jamie Bynoe-Gittens mit dem Fehlpass in der eigenen Hälfte. Und dann Grätsche, da wird ein Bayer umgesäbelt, aber ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Foul war. Und jetzt gibt es einen Freistoß und die Wölfe sind anfällig. Auch nach Standards in letzter Zeit, nach Freistößen und Ecken. Wird direkt ausgeführt, haben die Wölfe verarscht da und ja, schießen den Ball drüber. Ja. Damit triffst du höchstens einen Vogel. Mit so einem Schuss, aber wahrscheinlich war nicht mal das. Doucouré auf Trent Alexander-Arnold, Paul Wanner auf Zaire Marie, auf Anning, auf Duran Will. Vielleicht sollte Anning auch mal hinten bleiben und da versuchen, dich zu halten, denn er wurde eben überlaufen. Yolun auf Bajetic. Bajetic versucht sich durchzusetzen, aber ja, Endstation. Frim Pong. Elliot Correa. Nach Taremi Anspiel, vorher Elliot und jetzt setzt sich Diego Jota da durch und macht auch das Ding und Simon regt sich zu Recht über diese Abwehr auf. Ja, da muss Besserung her. Und da darf die Werkself zu Recht jubeln, war längst überfällig. Da, die Abwehr schaut nur zu und Dennis Simon einfach machtlos gegen diesen Schuss von Diego Jota. Aber auch ein klasse Solo von dem Ex-Porto-Spieler. Ja, die Wölfe, es sieht mal, wie Fans, die sind natürlich bedient nach diesem Gegentor. Mal wieder sieht es nicht gut aus für ihre Mannschaft im Liga-Alltag und ja, Fassungslosigkeit auf den Rängen ist absolut verständlich, denn in der Champions League, da klappt es ja auch gegen einen Real, gegen ausgerechnet gegen Real Madrid. So, aber und es war ja kein One-Hit-Wonder. Sie haben ja beide Spiele souverän gewonnen. Ja. Doucouré semmelt da Correa um. Correa bleibt liegen, legt die Hand da weg vom Wolf, dem helfen wollte.
Die Teamkollegen kommen zur Hilfe und es gibt eine zu rechte gelbe Karte für Doucouré. Hätte aber auch rot geben können, theoretisch hier bei dem Foul. Nicht den Ball getroffen, nur den Spieler mit dieser Grätsche hier. Sah brutal aus. Gut, hoffentlich hat Correa sich hier keine Verletzung zugezogen. Das wäre äußerst ärgerlich. Freistoß kommt gefährlich, Dennis Simon versucht zu verhindern. Die Abwehr überfordert und ja, noch ist, sind wir in der Situation drin, aber Dennis Simon hat dann den Ball, rettet die Wölfe. Ja. Die Wölfeabwehr muss sich auf den Keeper verlassen, weil sie es einfach in letzter Zeit einfach nicht hinbekommt im Liga-Alltag. In der CL, da sieht das ja ein bisschen anders aus. Warum auch immer. Bayern unentschieden gegen Darmstadt. Aber darauf kann sich Leipzig und Dortmund führen. Das sieht nicht gut aus für die Wölfe, aber die müssen sich auch mal auf sich selber konzentrieren. Vor allem auf die Abwehrleistung, die ja richtig scheiße ist. Also richtig grottig in der Liga-Alltag. Keine Ahnung, was da los ist. Aber das sind ja nicht erst Probleme seit neuestem. Ja, wie ich den Trainer vom VfL kenne, wird er wahrscheinlich durchrotieren hier und ein paar frische Kräfte bringen. Versuch, vielleicht bringt das ja die erhofft, den erhofften Umschwung seiner Mannschaft. Und ja, ein paar frische Kräfte können ja eigentlich nicht wirklich schaden. Viel gewechselt hier bei den Wölfen. Alle Wechsel aufgebraucht hier, wie man ihn kennt. Und auch schätzt. Zumindest noch. Das kann ja immer ganz schnell gehen. Auch bei einem Club wie dem VfL. Natürlich. Der jetzt nicht, wo es nicht zu krass ist, wie bei zum Beispiel den Bayern. Mokoko, Neves. Aber. Ja, erneuter Ballverlust der Wölfe. Ja, Leverkusen macht einfach die bessere Partie in der ersten Halbzeit und es scheint auch so weiterzugehen, zumindest in den ersten paar Minuten. Aber noch ist ja eine komplette Halbzeit zu spielen. Und ja, aber was macht die Abwehr schon wieder? Viel zu weit aufgerückt und dann sind sie am Schlafen. Und ja, der einzige positive Aspekt ist Dennis Simon, Glanzparade. Das war nicht so ungefährlich, wie vielleicht den Anschein machte. Jetzt Ecke wird ausgeführt, aber. Ziemlich kurz. Wie vom VfL. Alaba mit aufgerückt. Aber Simon ist da. Klärt zur Ecke. Und wir hatten über Real Madrid gesprochen. Alaba war ja lange Zeit ein Königlicher. Trent Alexander-Arnold verhindert da die Ecke. Ist schön gut gemacht. Endlich ist ein Abwehrspiel mal positiv da. Und der eingewechselte Mokoko. Langer Ball auf Youssoupha Mokoko. Normalerweise ist der Ball drinne. Aber nicht an diesem Tag. Ja. Aber es wäre auch ziemlich unverdient, auch wenn es ein guter Solo war. Aber so kennt man natürlich auch einen Youssoupha Moukoko. Und normalerweise kennt man ihn auch, dass der Ball versenkt wird. Ja, Leverkusen Abwehr ist einfach stabil hinten im Gegensatz zur Wölfe Abwehr. Aber da können sie so stabil sein. Die Offensivgewalt vom VfL schlägt zu durch den eingewechselten Thomas Müller. Und das sind einfach die Joker, die der VfL auch braucht, die wichtigsten Stützen. Thomas Müller, jetzt mal, wenn er kommt, da regnet es Tore für den VfL und ähnlich durch Mokoko, aber auch ähnlich natürlich, wenn beide von Anfang an mal spielen würden. Aber ja, er hat einen krassen Kader, der Trainer vom VfL Wolfsburg, und muss natürlich jedem, also jedem natürlich genug Spielzeit geben. Zumindest ist das der Plan des VfL-Trainers aus, wie wir aus einigen Interviews wissen. Anstoß und Leverkusen darf wieder. Harvey Elliott, der wird hier umgesammelt, wie er es gemacht hat in der ersten Halbzeit. Hat ja auch gelb dafür gesehen. Jetzt wird er selber aufs Korn genommen hier. Vielleicht eine kleine Racheaktion von den Wölfen. Und er ist ja nur Leihgabe. Also wenn er zurückkommt nach dem Foul in der ersten Halbzeit, das wird könnte hitzig werden. Ich will mal das Verhindern hier von Wolfsburg. Duran Will auf Müller, auf Neves, auf Mokoko. Mokoko, der war da überfordert, was war auch nicht so kennt von Mokoko. Und ja, hätte Mokoko getroffen, dann hätte die Wölfe das Spiel zum aktuellen Zeitpunkt ja gedreht. Aber hätte Fahrradkette jetzt auf Leverkusen, aber Abwehr ist da gut gemacht vom Bornau. Auf den eingewechselten Mathieu, jetzt Trent Alexander-Arnold. Jamie Beine-Gittens.
Ja, die Wechsel bringen anscheinend ein bisschen Stabilität rein. Thomas Müller und natürlich auch ein bisschen besseres Ergebnis. Neves auf Jamie Benno-Gittens. Aber eigentlich bringt ein Punkt die Wölfe nicht wirklich weiter. Sie brauchen Siege, Siege, Siege. Aber es wird nicht leicht gegen starke Leverkusener. Müller am Ball. Der Gegenspieler macht das allerdings. Konaté macht das natürlich sehr, sehr stark. Deramarie, der sieht Neves. Neves hat das Auge für Thomas Müller. Hat kaum Platz, aber er kommt zum Abschluss. Aber Neuer ist da und die beiden kennen sich natürlich bestens aus der Zeit beim FC Bayern München, der gemeinsamen Zeit und auch ein bisschen bei Wolfsburg. Wirtz kommt rein für Elliott. Ich bin überrascht, dass Wirtz nicht von Anfang an gespielt hat. Aber vielleicht gibt es da ja irgendwelche Gründe oder vielleicht wollte man einfach Öl ins Feuer werfen. Bisschen Benzin ins Feuer werfen. Ja. Eckball ausgeführt von den beiden Flügeln. Hier ist schönes Zuspiel von Duran Will und Jamie Benno Gittens. Natürlich trennt Alexander Arnold am Ball. Trennt Alexander Arnold, er trennt nicht worldwide, denn er verliert den Ball. Ja, jetzt darf Diogo Jota, der Mann, wie gefährlich der Mann ist, hat man in der ersten Halbzeit gesehen, hat ja für das Führungstor gesorgt. Mit einem krassen Solo und jetzt ähnlich hier am Dribbeln, ähnlich die Wölfeabwehr, die sieht alt aus. Und ja, aber Dennis Simon nicht. Der ist jung, der ist hungrig. Und er ist ein klasse Rückhalt. Der Rückhalt, den die Wölfe auch dringend benötigen. Und sie kassieren das Gegentor. Ja, da hätte Dennis Simon früher rauskommen müssen. Ja, kam nicht raus und dann kam zu spät raus. Und dann nachsehen nach dieser Ecke. Aber auch die Abwehrspieler, die gefallen mir so gar nicht. Jetzt gibt es Anstoß und es sieht immer, weil schwieriger wird es für die krisenden Wölfe hier noch irgendwas mit dem Meisterschaftsrennen zu tun zu haben. Haben schon so viele Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und ja, es scheint nicht weniger zu werden. Eher im Gegenteil. Jetzt sind sie allerdings am Rücker und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um hier Dinge zu drehen und was halt auch bitter benötigt wird, wenn man noch irgendwas mit der Meisterschaft zu tun haben will in dieser Saison. Thomas Müller, Müller, der vielleicht beste Mann am Platz, aber auch er. Ja, kann nur bedingt seinen Teil zu beitragen. Grimaldo kommt rein für Berengur. Gür, Berengur, Berengur. Auch da überraschend nicht von Anfang an. Hat ihn eigentlich in der Startelf erwartet wie ein Florian Wirtz. Aber vielleicht hatte der Trainer der Werkself dafür irgendwelche Gründe oder wollte mal anderen die Spielzeit gönnen. Wer weiß. Das schon wieder sieht die Abwehr nicht gut aus, aber Dennis Simon, wie man ihn kennt, verhindert Schlimmeres. Kein leichter Job, wenn du Keeper beim VfL sein willst. Und erneute Ecke. Die Wölfe sind anfällig. Das haben wir ja beim 2-0 gesehen. Durch Standards wie Ecken und Freistöße in letzter Zeit. Simon kommt raus. Die Abwehr gibt ihm allerdings Backup. Und jetzt kommt ein krasser Schuss, strammer Schuss. Aber der Abwehrspieler und Dennis Simon sind da. Und es müsste Mathieu gewesen sein, wenn mich hier alles täuscht. Simon auf Louis, Seraing, Youssoufa, Moukoko. Der sieht Trent Alexander-Arnold, Müller. Aber es sind nur noch 8 Minuten auf der Uhr. Youssoufa Moukoko, kann er noch irgendwie zaubern? Vielleicht sogar zusammen mit Müller. Müller auf Neves, aber das ist abseits zu weit gelaufen von dem von den Portugiesen hier einfach. Das ist einfach dumm gewesen. Dumm, dumm, dumm. Und es kostet wertvolle Zeit den Wölfen. Also der Trainer ist sauer. So, das mag nicht eingeblendet werden, aber er ist sauer und es gibt eine Grätsche hier. Und es sind noch 6 Minuten. Natürlich lässt die Werkself hier es nicht nehmen, nochmal zum Angriff zu kommen. Dennis Simon klärt zu Ecker, aber es kostet den Wölfen einfach Zeit. Es kostet Zeit, die sie sich eigentlich nicht erlauben dürfen hier in dem Spiel. Erst recht nicht nach einem Rückstand. Und ja, ausgetrickst hier von Grimaldo, der flext hier richtig und Dennis Simon sagt: Nö. Dennis Simon sagt bis hier und nur weiter mit deinem Faxen. Ecke von der Werkself erneut. Erneut, diesmal ist Simon rausgekommen. Simon kommt raus und hat den Ball diesmal anders als wie beim 1:2. Bornau auf Rico Lewis. Rico Lewis auf Thomas Müller. Müller auf Seraing, auf Duranville. Duranville auf Müller. Auf Moukoko, auf Neves. Neves, nicht im Abseits diesmal, aber verliert trotzdem den Ball. Macht kein gutes Spiel nach seiner Einwechslung. Youssoufa Moukoko auf Thomas Müller. Die beide besser spielen, zumindest vor allem Müller, aber chancenlos hier. Und es gibt wohl Vorteil, aber die Nachspielzeit ist angebrochen. Das Einzige, was die Wölfe vielleicht noch mitnehmen könnten, wäre ein Punkt hier, aber selbst das steht außer Frage. Aber Müller und Moukoko, was ist denn mit dem heute los? Was ist mit Moukoko und Jolund los? Weil normalerweise, ja, sind die beiden
brandgefährlich. Heute war es allerdings von beiden nicht wirklich nennenswert. Thomas Müller und Dennis Seim, die einzigen Lichtblicke in dem Spiel auf VfL-Seite. Ansonsten war das einfach noch. Ja, sie können sich bei Dennis Seim und auch bei der Werkself bedanken, die ja viele Chancen hat liegen lassen in der ersten Halbzeit, die andere Vereine vielleicht verwertet hätten, und dann wäre es hier schlimmer geworden. Diego Jota hat den Anfang vom Ende eingeleitet in diesem Spiel. Sie kamen nochmal wieder in der zweiten Halbzeit. Mokoko mit einer Großchance, die er vergeben hat mit dem Alleingang. Dann Thomas Müller mit dem Ausgleich. Und dann das bittere 1 zu 2 nach dieser Ecke, wo Dan Simon hätte rauskommen müssen. Aber kam er nicht. Und dadurch hier der Endstand. Ja. Weiter geht's für die Wölfe. Abwärts, abwärts in der Liga. Ja, das wird wohl nichts mit dem Meisterschaftskampf, außer der Rest der Konkurrenten struggelt, aber es scheint nicht so, denn alle Konkurrenten haben gewonnen, wie man es von der Konkurrenz auch kennt, wie man es von den Anwärtern kennt. Ja. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es läuft einfach überhaupt nicht in der Liga. Ich weiß nicht, ob das ein Fluch ist. Ich glaube nicht an sowas, aber es fällt mir schwer zu glauben. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Ligatabelle und nicht in der Champions League, wo Sporting Erster und Real aktuell Dritter, was nice wäre, aber ja. Auch da ist natürlich noch nichts entschieden. Und ja, 13. Ja, ich weiß nicht, was in der Liga los ist. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist die Belastung diesmal, der Druck zu hoch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist, weil eigentlich wollten wir hier nicht so weit unten sein, sondern also nach der Triple-Chance im letzten Jahr ja hier oben, wo Bayern sind, aber 30 Punkte, ja, zu 13. Ja, das wird schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, aber ja, das ist etwas für die Zukunft. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht wieder. Ciao, Leute.